Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Long Dark. Oh Mann, ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich nicht im Story-Modus sage übrigens. Ja, wir befinden uns im Überlebensmodus mit unserer noch unbekannten Dame, beziehungsweise jetzt ist sie ja nicht mehr unbekannt. Also es hatten mir ne, der Sirius und der John, die haben vorgeschlagen Wilma oder Wilhelmine. Das fand ich tatsächlich auch cool. Und Chantara Imperia hatte dann auch gesagt, ach, Kathi wäre eigentlich ja auch gar nicht so schlecht, ne? Weil ich habe ja die Angewohnheit, zumindest was jetzt in den Let's Plays, was die Let's Plays angeht, von mir in der dritten Person zu sprechen. Also das könnte tatsächlich auch lustig sein, die Dame Kathi zu nennen. Und auch der Sirius, der hat auch gesagt, da wäre er jetzt nicht abgetan von. Ja, und der John, der hat ja auch gesagt, natürlich heißt unsere Protagonistin Kathi. Also, ich habe mich dafür entschieden, zu der Kathi Kathi zu sagen. Ja, 36 Minuten brennt das Feuer noch. Schön. Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ich muss woanders hingucken. Okay. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir doch Haya. Weil, ne? Ich hoffe, ich finde das im Dunkeln. Ist das nicht ganz so schwer. Ihr seht natürlich jetzt gerade gar nichts. Aber, ne? Überlebensmodus, man muss sparen. An allen Ecken muss man sparen. Guckt mal, ich habe es gefunden. Und, oh, wartet mal, bevor wir das machen, wir sollten einmal gucken. Ah, unser Beil hat 83%, das passt. Eine Brechstange haben wir auch, okay. So, dann machen wir mal so 6 Stunden erstmal Haya. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir schon mal aufräumen ein bisschen. Oh, das hört sich aber nicht gut an draußen, ehrlich gesagt. Nicht ganz so schön. Wo ist unser Bett? Da. Dann machen wir mal noch so. Ich glaube, wir müssen noch mal so 6 Stunden schlafen. Kann das sein? Du bist nicht müde genug. Ja, ganz toll. Das habe ich vergessen. Aber wartet, wir können ja hier auch auf Warten klicken. Dann warten wir mal so 1 Stunde. So. Und jetzt können wir hoffentlich wieder Haya machen. Ja, du bist komplett... Ja, ich habe das voll vergessen. Dass die gute Frau... Die Kathi, die will einfach in der Nacht nicht schlafen, wie man sieht. Also verbrennen wir noch ein paar Kalorien, indem wir einfach nur doof rumstehen. Aber vielleicht sollten wir dann zum Schluss wenigstens noch mal 1 Stunde schlafen. Wo ist das Bett? Bett? Hallo? Bett? Metallpfanne. Oh, wartet. Dann weiß ich, wo das Bett ist. Hier irgendwo. Da. Ja, dann wenigstens noch 1 Stunde Haya machen hier, Kathi. Ne? Also... So geht das ja nicht. Durchschlafen muss sein. So. Und? Ah, Überlebenszeit. 17 Stunden, 14 Minuten sind wir schon dabei zu überleben. Jetzt sehen wir ja immer noch nichts, ne? Haben wir denn genug Tag schon, dass wir hier vielleicht 1 Stunde forschen könnten? Komm, wir machen das mal. Guck mal, das funktioniert doch perfekt. So kriegt man die Zeit auch um. So, haben wir jetzt nicht. Ja, einigermaßen zumindest. So, dann noch eine Sache. Thema Schuhe. Ja, Kathi und Schuhe, das ist nicht ganz einfach, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe in der ersten Folge tatsächlich nur darauf geachtet. Oh geil, die haben voll den tollen Nässeschutz, 30%. Die hier haben nur 5. Aber aufgrund der Tatsache, dass hier die Kathi noch total nackig ist, macht das tatsächlich Sinn. Ne? Guck mal, die haben nur 0,6 Grad Wärmebonus und die machen hier 2. Also ziehen wir die noch an und die anderen Schüchen, die packen wir erstmal hier in unsere Schublade. So. Gut, das erste haben wir schon mal geschafft, aufgeräumt. Ja, und ich habe mir tatsächlich gedacht, für den Überlebensmodus wird das vielleicht Sinn machen, euch zu zeigen, wie ich aufräume. Also, wie ich sortiere. Ich weiß auch nicht, ob ihr da Spaß dran habt, ob ihr sagt, hey Kathi, auch wenn das bei dir echt lange dauert, ich fände es cool, wenn ich zugucken könnte, wie du verzweifelst daran. Ja, und das tue ich tatsächlich. Ich verzweifle immer daran. So, oberste Schublade ist eigentlich für mich immer alles, was zum Feuermachen gedacht ist. Hier, das lagern wir mal alles um und nehmen mal so, ja, so 3 Stück nehmen wir mal mit. So, dann, was können wir denn noch? Hier, Schmerzmittel, wartet. Ne? Also ganz klar, die Schmerzmittel, die kommen hier rein. So,
Wo sind sie denn? Ja, Ja, die, guck mal, ne? Also die halten ja nicht mehr lange. Ich glaube, sollten wir die dann vielleicht erstmal mitnehmen? Ich glaube schon, oder? Ne? Von Schmerzmitteln kann man ja keine Lebensmittelvergiftung kriegen, hoffe ich. Ja, Thema Wasserreinigungstabletten. Da hat ja Miss Melisch noch geschrieben, sie nimmt immer welche mit. Einfach, wenn sie, wenn ihr mal das Feuer ausgeht. Ich hatte ja schon kommentiert, also beziehungsweise geantwortet auf den Kommentar. Ja, also ich habe ja so ein Talent. Ich mache immer, ne, ich habe immer, wenn ich jetzt 2 Liter Wasser koche, dann lasse ich das Feuer 2 Stunden brennen, obwohl ich eigentlich nur 1 Stunde bräuchte mit Schmelzen, also mit Kochen zusammen. Von daher tatsächlich, also ich habe die Wasserreinigungstabletten noch nie benutzen müssen, brauchen. Okay, so, was haben wir denn noch im Inventar? 14, oh, wir wiegen ja voll wenig, das ist natürlich super schön. So, Essen, aber wir müssten, oh, guck mal hier, also ganz ehrlich, wir packen mal den ganzen schimmligen Scheiß, wo packen wir den denn mal hin? Haben wir denn nicht hier irgendwo noch? Dann nehmen wir einfach hier die unterste Schublade erstmal und packen den ganzen schimmligen Kram da rein, weil das möchte ich nicht essen. Geschmacklos kann man, glaube ich, noch essen. Aber schimmelig nicht mehr. Und ich glaube, ne, aufgrund der Tatsache, weil die schon so alt sind, essen wir die einfach. Oh, das hat geklappt. Sehr schön. Aber die Katze hat immer noch Hunger. Okay, was haben wir denn noch? Nö. Gut, den brauchen wir. Ja, das wiegt kaum was. Oh, hier, guckt mal, die Holzkohle. Da packen wir mal... Wo packen wir die denn mal hin? Wir packen die mal hier rein. Und zwar... Alle bis auf 1, glaube ich, oder 2. 2 können wir, glaube ich, mitnehmen. Das macht Sinn. Okay, das haben wir dann auch hier. So, und hier packe ich immer die ganzen leichten Sachen rein, wie Krähenfedern zum Beispiel. Hier. So, gut. Dann haben wir jetzt erstmal aufgeräumt. Jetzt können wir ja hier mal gucken. Wir können ja hier auch endlich mal... Oh, guck mal hier. Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht, dass die das jetzt hier angezeigt haben. Also anzeigen, wo man überall war. Das habe ich mir früher immer in die Notizen reingeschrieben. Was ist das denn? Gefundene Steinhaufen? Das kenne ich ja gar nicht. Oh, es gibt viel Neues zu entdecken. Hier sind unsere Fertigkeiten. Ja, das ist natürlich alles noch nicht ganz so toll. Das haben sie aber auch schön gemacht, dass man das jetzt hier sieht. Und können wir, oh, guck mal, Bogen, Pfeile. Aber wir brauchen Pfeilspitzen. Und Pfeilspitzen können wir leider nur, wenn wir zur Schmiede gehen. Okay, ich wollte aber jetzt mal einmal einen Verband noch machen. Auch für den Fall, dass der Tag gleich vorbei ist. Ne, so. Okay, können wir eine Fackel bauen? Ah, da fehlen uns Stöckchen für. Weil eine Fackel, ne, wir haben ja noch gar keine Signalfackel und sowas alles, könnte tatsächlich Sinn machen. Ich glaube, das machen wir. Wir suchen uns jetzt erstmal Stöckchen und gehen dann hin und bauen uns erstmal eine Fackel. So, haben wir hier, haben wir eigentlich alles soweit gut repariert, ne? Okay, dann packen wir den Stoff. Wo bin ich da? Den Stoff, den packen wir auch mal hier mit rein. So. Guckt euch das an. 13 Kilo im Rucksack. Das gibt's ja gar nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Ne? Wir haben ja schon fast 10 Minuten verplempert hier. Und gehen jetzt los um die Hütte rum. Aber vorher, wartet, nicht, dass ich das vergesse. Einmal gucken, ist hier irgendwo wolfsmäßig was unterwegs? Weil jetzt müssen wir ja wieder tierisch Angst haben vor den Wölflein. Ich brauche Stöckchen, 3 Stück. 1, 2, 3. So, gut. Das haben wir geschafft. Ist hier noch irgendwas Tolles? Nee, ne? So, dann huschen wir nochmal ganz kurz rein und machen uns eine Fackel. Damit wir uns wenigstens vielleicht ein bisschen wehren können. Ja, ich hätte vielleicht einen Stoff, hätte ich vielleicht behalten sollen. So, einen Stoff. So, 15 Minuten. Und passt auf, jetzt ist das super windig und die Kathi kann die Fackel nicht benutzen. Das wäre natürlich nicht so toll. Wir können die ja mal schon mal rausholen, sicherheitshalber. Streichhölzer haben wir ja auch zum Glück.
Okay. Ich höre nichts. Sehr schön, sehr schön. Dann laufen wir jetzt mal los, in der Hoffnung, dass hier nichts Wolfsmäßiges ist. Ich weiß auch nicht, wir hatten ja hier, haben wir schon nach Rohrkolben geguckt. Aber hier noch nicht, ne? Ich habe auch das Gefühl hier, dass unsere Kathi ein bisschen kleiner ist als der Will. Oder ist das Zufall, dass mir das so vorkommt? Oder das lag jetzt gerade daran, weil wir über diesen Schnee so getapft sind, ne? Über diese Schneehügelchen. Waren hier keine Rohrkolbenstängel? Oh, guck mal, sie friert total. Das sehe ich ja jetzt erst. So ein Scheiß aber auch. Von wegen Rohrstängel, Rohrkolbenstängel sammeln. Das machen wir nicht. Wir nehmen die Beine in die Hand und laufen ganz schnell zu den Hütten da hinten. Damit wir nicht erfrieren. Ist nicht mit gemütlich durch die Gegend laufen hier. Oh Mann. Also ich kriege Angst. Oh, da ist der Wolf. Also einer von denen. Da waren, glaube ich, drei Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Waren das nicht drei? Eins, zwei? Da, alle drei sind noch da. Ja, schön. Unsere Nachbarn. Hallo Nachbarn. Ihr könnt gerne umziehen, wenn ihr mögt. Habe ich nichts dagegen. Oh, guck mal. Und zwei Hütten sind kaputt. Aber eine ist da. Und wehe, die haben jetzt hier auch Schlüssel. Dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, dann ist der Tag schon vorbei. Also, Staffel 1. Staffel 1 von Let's Play The Long Dark mit Kathi und Kathi. Ach, ist das herrlich. Sind das Steinhaufen jetzt schon? Ist das sowas? Nee. Also, das mit den Steinhaufen, da würde ich mich tatsächlich mal freuen, wenn das irgendjemand mir mal erklären kann. Das kenne ich gar nicht mit den Steinhaufen. So, jetzt haben wir das aber gerade so abgepasst hier, hoffe ich. Gibt es denn hier irgendwie sonst noch was? Nee, ne? Außer Steine gibt es hier nichts. Dann retten wir uns einmal. Ja, 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 guck mal. Oh, gerade so eben. Gerade so eben geschafft auf jeden Fall. Ach, Mist. Jetzt fällt mir gerade ein. Ich wollte. Wir lassen mal eben die Kathi zu Ende verzweifeln. So. Ja, ich habe natürlich total vergessen, die Hundefutterdose aufzuheben. Also der Jürgen, der hat mich ja darauf hingewiesen, dass wir noch... oh, eine Notfallspritze. Dass da noch eine Dose rumliegt. Im Lagerbüro. Das habe ich jetzt voll verpeilt. So haben wir hier alles. Ne? Lieber nochmal ein drittes Mal gucken. Oh, hier ist eine Truhe. Sehr schön. Und wir haben keinen Stoff dabei. Ja. Okay, Notiz an mich. Immer Stoff mitnehmen. Zumindest mal so ein Teil oder so. Aber wir können ja auch hier Stoff mitnehmen. Ja, Stoff kann man ja nicht genug haben. Guck mal, ein Zunderbündel. Papier, Bett, irgendwas da drunter. Hm, nee, okay. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Oh, hier Bücher, die nehmen wir mit. Die brauchen wir. Wir können ja noch nicht wirklich also Feuer machen, da sind wir total schlecht drin. So, wisst ihr was? Wo ist hier Stoff? Ja, guck mal, mit der Hand kaputt gemacht. So. Und was haben wir denn hier? Aktion. Reparieren. Ja, bitteschön. Das erhöht dann auch unseren Skill. Hier, Kissen. Ich möchte, nee, kann ich nicht. Haben wir nicht noch irgendwas zum kaputt machen? ja, ganz toll. Okay, das hat leider nicht funktioniert. Dann gucken wir mal, ob wir noch vom hier, ne? Also, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen bis in die nächste Hütte. Aber wir versuchen das einfach. So. In der Hoffnung, dass wir nicht sterben von dem Wolf oder sowas. Also ich habe hier tatsächlich, speziell hier, kann ich mich dran erinnern, dass mich hier schon mal ein Wolf angegriffen hat. Und ich dann hier auch gestorben bin.
So, ich würde ja gerne auch Stöckchen sammeln, weil wir haben auch keine Stöckchen für Feuer oder sowas. Wir haben gar nichts. Aber der Kathi ist so kalt, da will ich sie nicht unnötig hier draußen rumrennen lassen. Nee, Zeitungspapier will ich auch nicht haben. So, eine Leiche. Ja, die können wir uns angucken. Toll. Aber Krähenfedern, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wo sind denn... Normalerweise liegen hier doch mehr Krähenfedern rum. Na, egal. Dann einmal in die Hütte rein. Sitz. Und die Dose mit dem Hundefutter. Das ärgert mich, Hens, dass ich das vergessen habe. Aber, um nochmal auf den Jürgen zurückzukommen. Der Jürgen hat ja einen super Einfall. Und da würde ich tatsächlich, da hoffe ich ehrlich gesagt auch drauf, dass wir in Episode 3 vielleicht die Astrid spielen. Das wäre doch was. Finde ich zumindest. Sag mal, ist das genauso aufgebaut wie die andere Hütte? Hm, okay. Hier gibt es auch nichts. Radio. So, gleiches Spiel von vorne. Und ich glaube, wir müssten hier drin mal eine Stunde Haier machen oder so. Nicht, weil wir müde sind, sondern weil wir kurz davor sind zu erfrieren. Unterm Bett noch gucken. Ne? Da ist nichts, ne, oder? So, neues Spiel, neues Glück. Unsere Pudelmütze. Reparieren. Nähzeug ist gleich schon hinüber. Das gibt's doch nicht. Sollen wir den kaputt machen? Dann könnten wir uns eventuell sogar aufwärmen. Funktioniert das? Ist uns hier warm drin? Okay, uns ist ein bisschen warm drin. Komm, machen wir. So. Jetzt aber, Leute. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Die Kathi ist noch nicht so gut im Nähen. Und Hunger hat die auch. So, komm, hier. Die 2%, die wir jetzt verlieren, wenn wir die auf 100 machen, ist nicht so schlimm. So. Hübsch. Guckt mal. Jetzt haben wir wieder ein bisschen, uns ist ein bisschen wärmer, nicht viel, aber ein bisschen wenigstens. Und ja, Essen. Ah, wir haben ja super viele Rohrkolbenstängel, ne? Und hier so ein geschmackloses Fleisch mit Bohnen, aber wir haben, wir haben keinen Dosenöffner. Dann will ich die auch noch nicht öffnen. Weil dann gehen die ja kaputt. So, noch schnell in die nächste Hütte gehuscht. Und ich hoffe ja, ne, also Chantara Imperia hat ja auch gesagt, ich soll auf jeden Fall zum Pelzjäger gehen. Natürlich gehe ich zum Pelzjäger. Oh, ist da ein Bär? Oh, guck mal, laufen die Wölfe vor den Bären weg? Das ist ja cool. Ey, aber nicht in meine Richtung rennen, ne? Oh, Notiz. Eine zurückgelassene Notiz. Ja, den nehmen wir aber jetzt erstmal nur, weil ich möchte das jetzt hier nicht lesen vor den Wölflein. Okay. Ich hoffe ja nicht, dass die wieder auf Englisch ist. This stuff will come in handy. Also ich habe mich echt bei der letzten Notiz habe ich mich erschrocken und dann habe ich mir gedacht, ne, das kann ich nicht. Also habe ich mich dann hingesetzt, als ich geschnitten habe und habe das nachvertont. Also ich habe das aufgeschrieben auf Deutsch und habe dann den deutschen Text vorgelesen und habe dann ja so ein bisschen Schiss gehabt, dass ich das falsch übersetze. Aber diese Angst hat mir Miss Melisch ja dann genommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt's gar nichts. Ich bin gar nicht mehr gewohnt. Nee, tatsächlich nichts. Gar nichts. So, was wollte ich denn jetzt? Irgendwas wollte ich gemacht haben. Ach so. Den Text lesen. Also falls ihr im Hintergrund so ein bisschen Geklopfe hört, dann liegt das tatsächlich daran, dass ich habe einen Specht draußen. Habe ich ja schon mal gesagt gehabt. Und der versucht hier reinzukommen. Okay, der ist auch auf Englisch. Sehr schön, dann werde ich den auch nachvertonen und dann vorlesen. Und damit beenden wir dann auch die Folge, glaube ich. Also, wisst ihr was, wir vertonen den in der nächsten Folge. Das macht, glaube ich, viel mehr Sinn. Und dann laufen wir weiter um den See herum und hoffen, dass wir der Kathi endlich mal was anzuziehen geben können. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.